Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen. Du stehst auf Natur pur. Das kannst du leichter haben. So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Also heute komme ich mal mit einem Thema zu euch, wo mich also schon die ganze Zeit nervt und wo mich immer wieder Anwohner ansprechen und sagen, mach doch mal was drüber. Ja, jetzt mache ich mal was drüber. Also es geht darum, dass ja vor Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr wann, das muss irgendwann mal gewesen sein, hat man angefangen hier bei uns in der Harald-Hamberg-Straße und einer kleinen Nebenstraße mit Bauarbeiten, ja, Erneuerungen der Leitungen und so weiter und so weiter. Und also Straßen im Straßenbau. Und da wurde eine blaue Firma engagiert und die haben dann jede Menge Baumaschinen gehabt, mehr Baumaschinen wie Mitarbeiter und Hüdli und Hüdli und Hüdli und Hüdli. Und die haben halt nicht gewusst, wohin mit diesen ganzen Hüdli und ihren Baumaschinen. Und da haben die sich auf einem Platz niedergelassen. Und das war dann Wohnungseigentum hier. Und da hat diese Gemeinschaft dann gesagt, ja, so geht das nicht. Ne? Ihr könnt ja nicht, ihr baut da drüben in der anderen Straße, ne? Und lasst euch da einfach auf einem Grundstück nieder. Und gut, da haben die also dann Pacht bezahlt oder Miete bezahlt für das Grundstück. Und hat es geheißen von der Verwaltung, von der Eigentümerverwaltung, also wenn die abgezogen sind oder wenn die irgendwann mal fertig sind, dann werden die das wieder herrichten, so wie es früher war, im Originalzustand. Wir hatten also grüne Wiese und kann man drüber streiten, ob das schön ist, aber es war halt eine gepflegte Anlage. Und jetzt sind sie also nach einiger Zeit abgezogen hier und ich zeige euch jetzt mal Bilder, wie das jetzt aussieht. Und so, jetzt habe ich mal hingemüsst, hat mein Hund gerade gebellt, weil wieder Leute im Hausgang sind. So, wo ihr eine kennt, dann schlechter da Abend zu machen. Also ich zeige euch auch mal Bilder von deutscher Wertarbeit. Und ich zeige euch mal Bilder, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Wir sind halt hier alle etwas schockiert. Wir haben uns halt die Straße neu machen lassen. Haben gesagt, gut, wenn ihr schon mal dabei seid, dann macht auch die Straße neu. Inzwischen haben einige Anwohner festgestellt, dass der Belag, der Teer, anfängt zu bröseln und sich auflöst, also absolut lauter zu Kügeli, sich abbröselt. Also gut, ich will euch damit nicht länger mit der Vorrede langweilen. Schaut euch den Film an und dann schreibt mal eure Meinung dazu, wie ihr das haltet. Na, also was ihr davon haltet. Also. So hat es damals ausgesehen, wie die Bauarbeiten noch in Gange waren. Da hat also die blaue Firma alles belagert, überall Baubuden aufgestellt. Da hinten haben sie aufgegraben. Das hat noch viel schlimmer ausgeschaut dann mit Schotter und Baumaschinen und alles war da gestanden. Und so sieht es heute aus. Mit dreckigen Boden, mit Boden aufgefüllt, mit Steinen drinnen. Also so einen schlechten Boden, glaube ich, haben wir nie gehabt hier. Und wenn man jetzt also guckt, wie das aussieht, anstatt Gras, wo früher also eine Wohnanlage war, wo Gras war, ich weiß gar nicht, was das für Zeug ist, was da wächst, das sieht aus wie auf dem Acker. Und das hat schon seit einigen Monaten. Also da tut sich überhaupt nichts von wegen wieder herrichten und es wird alles wieder so sein, wie es vorher war. Also da sind wir weit davon entfernt. Und die Anwohner sind schon genervt und etwas bissig und fragen sich, ja, warum hat man da nicht gleich ein bisschen Gras angesät oder irgendwas in der Richtung. Und ob da überhaupt was wächst auf diesem Boden, der ja mit Steinen nur so bestückt ist. Da sieht man also, auch hier war eine Bude gestanden und da wird nichts wird da gemacht. Nichts, da tut sich absolut nichts. Da fragt man sich wohl, wer ist dafür verantwortlich? Und da schiebt es auf den anderen. Na, hier, also das ist ja der Boden, wenn man da genau hinguckt, da kann er gar nichts drauf wachsen. Das ist so ein miserabler, schlechter Scheißboden, das ist nicht mehr normal. Da wächst nur Unkraut. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch nichts da angesät, weil sie gewusst haben, dass der Rasen nie aufgeht.
Ich bin da also mit meinen Hunden immer vorbeilaufen, das geht mir dermaßen die Nase hoch, das ist nicht mehr normal. Auch hier lauter Unkraut. Und das war mal eine gepflegte Anlage. Hier hat man also gesehen, wo die Kabel gelegt waren, sind wir der Schacht aufgegraben. Und nebendran, wo die also gedehrt haben dabei, reißt also der ganze Scheiße auf. Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber da reißt also alles auf. Und das sackt wahrscheinlich ab. Und kann man 5 Fingern abzählen, beim nächsten Frost haben wir da die großen Schäden auf unseren Bürgersteig. So sieht es also im Moment aus. Da liegen also immer noch Rohre rum. Man hat das Gefühl, es geht gar nichts weiter. Kein Mensch ist da, wo irgendwas arbeitet. Also manchmal glaubt man, man ist auch verloren im Posten hier. Und hier sieht man also jetzt gleich wieder, wo also gedehrt worden ist, wo der Schacht zugemacht worden ist und wie das schon wieder alles einreißt, natürlich, weil die Decke nebendran ist abgeknickt. Und ja, also an 5 Fingern kann man das abzählen, bis da wieder der Frost reingeht und die ersten Löcher entstehen. Hier sieht man also nun unsere Straße, die neu gemacht worden ist, und einige Anwohner haben festgestellt, dass hier an der Flussrinne und auf der Straße sich der Teer rollt, bröselt, weckert. Und hier sieht man also auch eine Stelle, wo also angeblich wieder hergerichtet werden sollte, die Büsche sollten da eingepflanzt werden. Ja, gar nichts ist da passiert. Und guckt euch mal den Boden an, was das für ein Boden ist. Na, da kann ja nichts wachsen, das ist ja eine Katastrophe. So sieht es also bei uns an den Hauseingängen am Moment aus. Wer dafür zuständig ist, alle schieben es von sich weg. Und hier ist auch so eine blöde Stelle. Keiner ist dafür verantwortlich.